Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe was zur Verfügung gestellt bekommen, deswegen wird hier irgendwo Werbung stehen. Einer von meinen besten Freunden hat mich darum gebeten, von der Firma, wo ich das her habe, mal was zu fragen, ob ich mal was testen könnte, weil na, er hat schlechte Erfahrungen gemacht. Wollte sich was bestellen mit Drachen, der steht total auf Drachen. Und sag ich, Drachen ist aber nicht so meins. Ja, die haben auch Wikingerzeug. Teste mal und sag mir, wie die Qualität ist. Dann weiß ich, ob ich da bestellen kann oder nicht. Wie gesagt, getan. Er hat ja Glück gehabt, dass sie mir gesagt haben, ist okay, machen wir. Kannst dir was aussuchen. Habe ich mir so einen Mantel ausgesucht und den werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe ihn schon im Livestream gezeigt. Wir müssen den erstmal hier rausholen. Riecht immer noch ein bisschen, aber am Anfang hat er so ein bisschen chemisch gerochen, wo er kam. Ja, ich werde mal nach unten machen, damit ihr euch den angucken könnt. So, ich werde euch auch gleich angezogen zeigen. So, hier seht ihr erstmal das Innen. Innen hat er so eine Art Teddyfell, ganz weich. Der ist auch nicht wirklich dick. Ja, also wirklich nur ein dünnes Teddyfell. Und ein dünner Stoff außen hier. Also, aber auch so ein bisschen flauschig das von außen. Ja, aber er hält warm. Also ich war sehr erstaunt. So, ich werde ihn euch auch nachher noch angezogen zeigen. Wir machen erstmal jetzt, dass ihr das vorne seht. Er hat keine Knöpfe oder Reißverschluss oder sonst irgendwas dergleichen. Also der wird offen getragen. So, wartet. Meiner Frau gefällt da nicht, das kann ich euch auch schon verraten. So. Wir haben hier auch eine Kapuze dran. Das ist ein Arm. So. Dass ihr das mal so ein bisschen wenigstens halbwegs komplett sehen könnt. So. Ich werde euch das alles auch komplett noch verlinken und alle drum und dran. Das ist jetzt praktisch. So. Ihr seht, wartet mal, ich mache euch mal lose. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen, wenn ich von oben mache. So, wartet. So. So, von oben könnt ihr das besser sehen. Das ist zum Beispiel ein Schwert. Das ist ein Schwert. Hier sind Knoten. Also so ist ein Bart. Soll ein Bart darstellen. So. Und hier Muster. Und das Muster ergibt einen Helm. Ein Helm mit Bart. Und hier oben ein Wolf. Und dann auch hier wieder, ja, denke mal, soll der Fenriswolf sein. So, das ist jetzt praktisch der Rücken. Wartet mal, jetzt machen wir mal. Jetzt zeige ich euch mal der Rücken, die Front. Jetzt zeige ich euch den Rücken. So. Und danach machen wir noch die Arme, damit ihr da so einen Kompletteindruck auch bekommt. So. Ich versuche jetzt so ein bisschen auszubreiten, damit ihr das seht. So. Aber halt nicht so einfach. So. Wir haben dann, ihr seht das mal komplett, das soll, denke ich mal, die Midgard-Schlange darstellen, also mit zwei Köpfen. Hier ist der Thorshammer. Seht ihr ja am Muster. Mit Odins Kopf oben drauf, als Griff sozusagen, Odin mit einem Auge. Hier ist eine Rune. Ja, und das sieht man halt schlecht, das soll hier oben halt noch weitergehen. Das ist halt praktisch der Lebensbaum, die Weltenesche Yggdrasil. Und halt auch für Tod das Zeichen, wenn sie halt umgedreht ist, ist er halt so. So, dann haben wir da den Viking-Kompass. Ich habe jetzt die Runen nicht nachgeguckt, was sie übersetzt heißen. Ja, das bedeutet halt, dass man immer den Weg findet. Und ja, also hier oben seht ihr auch der Yggdrasil. Ja. So. Und dann haben wir hier auch praktisch das, was ihr hier seht als Bild, das haben wir hier, ich hoffe, dass ihr das vernünftig erkennen könnt. Nochmal, also hier ist ein Schwert und hier sind ist der Bart, sozusagen als Schatten gemacht und ein Stück größer. Also den Thorshammer haben wir nicht drauf, aber das halt. So, jetzt versuche ich euch mal die Arme zu zeigen. So.
Macht sich halt jetzt so echt ein bisschen doof, wenn ich das zeigen will. Ich versuche es euch so gut wie möglich zu zeigen und nachher, wenn ich es anhabe. Das ist eine 3XL, die auch ungewöhnlich groß ausfällt. Ich bin sonst gewöhnt, wenn ich so online-mäßig was bestelle, dass die meistens immer kleiner ausfallen. So passt es, bloß die Armlänge ist ein bisschen, zeige ich euch gleich. So, wir haben auch ein Muster. Hier ist ein Wikingerkopf, also eigentlich Odin. Hier seht ihr auch, hat auch nur ein Auge. Da haben wir auch den Wikingerkompass. Auch wieder viele Muster. Hier unten haben wir dann noch eine Rune, da seht ihr das. So. Hier haben wir dann auch nochmal viele Muster. Angezogen sieht das dann besser aus, da kann ich euch dann besser zeigen. Ich werde mal versuchen, euch den anderen Arm noch zu zeigen. Ist im Prinzip fast das gleiche. So, halt hier auch der Wikinger mit dem einen Auge und so. Ich zeige euch das am besten mal angezogen. Ich denke mal, da könnt ihr euch selber besser ein Bild machen, wenn ihr das angezogen seht. Ich werde mal nach oben richten. So. So, wie gesagt, wo er gekommen ist, hat er sehr chemisch gerochen. Das ist dann jetzt besser geworden. So. So, machen wir den mal auf. So. Muss den Pullover noch nachholen. So. Und so sieht es dann halt angezogen aus. Dann kann ich euch das da halt vernünftig zeigen mit dem Muster. Sieht eher aus wie eine große Tätowierung. Also wartet mal. So, sieht eher aus wie eine große Tätowierung. Ich werde mal das Mikrofon außen ran machen, sonst hört ihr mich nicht. Ja. Und hinten halt, ich hoffe, dass man es sehen kann. Alexa, Fernseh aus. Sondern irritiert euch der Fernseher nicht. Und wie gesagt, wenn man den halt hier zuknöpfen könnte, würde das vorne halt so aussehen. Aber den trägt man halt offen. Meine Frau meinte, ich mach mal ein bisschen weiter weg, dass ihr ein bisschen besser seht. Ich muss das Mikrofon dafür abmachen. Noch ein Stück runter, Moment. So. So, dann könnt ihr das halt komplett sehen. Ich komme noch ein Stück näher. Meine Frau sagt von der Länge her und so, ein bisschen kurz, könnte ein Bademantel sein. Also meine Frau sagt, das könnte ein Bademantel sein. Sagt, dafür ist er viel zu kurz und der fehlt ja der Gürtel. Das ist halt so ein offener Mantel, den man einfach so trägt. Ja, meiner Frau muss ich auch sagen, die steht ja sowieso nicht auf Totenköpfe und mein Viking-Style und so. Meiner Frau gefällt dieser Mantel jetzt eigentlich gar nicht. Hat euch gesagt, wenn ich den anziehe, geht sie mit mir nicht raus. Werde ich mal sehen, was ist, wenn wir zum Kinderarzt müssen und wir ja sowieso los müssen und ich das Ding schon anhabe. So, ich werde den auf jeden Fall nochmal auslüften. Wie jetzt nach der Wäsche ist und so, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Hier bei der Kapuze haben wir dann auch lauter Runen drauf. Seht ihr das? Ja, so macht das Material einen guten Eindruck. Das ist, ich zeige euch das mal ganz nah. Ja, durch den Stoff halt ein bisschen, teilweise ein bisschen verpixelt. Seht ihr das? Dick ist es auch nicht, aber hält warm. Ich schwitze. Und es will viel heißen. So. Also wie gesagt, ich bin damit echt sehr zufrieden. Ihr müsst aber aufpassen, was ihr davon holt. Die haben auch noch so einen Mantel, was sie auch als Pullover haben, mit so einem Raben. Der ist komplett weiß und dann ist so ein Rabe vorne drauf, der so nach vorne kommt. Und irgendwie heißt der was mit Odin. Ich weiß nicht. Ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung. Da muss ich sagen, ja, das gleiche Motiv mit dem Raben kenne ich schon von meinem Game of Thrones T-Shirt und das ist der dreieugige Rabe. Und bei dem haben sie dann halt nur ein Auge weggemacht. Ein Auge so ein bisschen schwarz gemacht. Aber so, diese Dinger hier, was so mit schön mit Mustern und so,
da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, das sieht wirklich toll aus. Muss ich echt sagen, sieht gestalterisch sieht es toll aus, die Zusammenstellung ist toll. Haben sie als T-Shirts, als Pullover, wie gesagt, bei T-Shirts und Pullover weiß ich dann nicht, was das für ein Stoff ist. Ob es da Synthetik oder Baumwolle oder was das auch immer sein wird, das kann ich euch überhaupt nicht sagen. Ich kann es halt nur am Mantel sagen. Und das fässt sich halt so vom Stoff her so ein bisschen, ja, bisschen weich von außen an, ja. Also es ist jetzt nicht glatt oder so wie Baumwolle, wie Synthetik oder so. Es fässt sich so ein bisschen. Meine Oma hatte mal eine Couch mit, die sich so angefasst hat, aber ich frage mich nicht, was das für ein Stoff war. Da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. So, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.